Also eigentlich bin ich hier um... Ausschmiedete ich die Feuerrüstung, unzerstörbar von göttlichem Segen erfüllt. Ich schleuderte ihre Einzelteile hinaus in die Welt. Es war ihr Schicksal, sich nur an dem zu vereinen, der die Wacht fortsetzen kann. Ich habe alle Teile. Diese Teil der Vorsehung hat sich erfüllt. Eure gottbestimmte Aufgabe ist es, von nun an den Karfunkel zu bewahren und vor der ganzen Welt zu verbergen. Das Gleichgewicht der Mächte, die Zukunft der jungen Völker, die gerade erst erblühen, liegt in eurer Hand. Alles, was in eurem künftigen Leben Bedeutung hat, findet ihr hier in diesem erzenen Kerker der Karfunkelhöhle. Die Esse, die Gebeine, den Seelenstein. Aber was soll ich hier tun? Ihr werdet jeden Angreifer und Dieb der Lava überantworten. Ihr werdet den Schutzzauber des Steins erneuern. Ihr werdet dereinst, wenn eure Knochen alt sind, durch das Orakel sprechen und einen Nachfolger erwählen. Meine Aufgabe ist getan. Meine Hände wird bald die Kraft verlassen. Und ich werde eingehen in Ingaroshs Feuermeer, aus dem er mich einst geschaffen hat. Jetzt wisst ihr alles und nun seid ihr Wächter des adamantenen Herzens. Die Größe der Aufgabe ehrt mich. Die sterblichen Reste eines der 5 alten Drachen müssen beschützt werden, aber... Muss ich wirklich in dieser Höhle versauern? So ist eure Bestimmung, zwei Auge. Ihr habt Umbakos Karfunkelstein aus den Klauen des Gräubenkönigs befreit und tragt die Feuerrüstung. Ihr seid nun für die nächsten Jahrhunderte mein Nachfolger in der Karfunkelhöhle. Nein, das glaube ich nicht. Die Drachenkultisten sind mir nicht auf den Fersen. Ich habe Balgora um das Auge des Drachen geprellt. Sie wird nach Rache gieren. Ich fürchte, dieser Ort wird auch weiterhin nicht sicher sein. Nach all den Kämpfen und Entbehrungen kann diese Wache hier nicht meine letzte Aufgabe sein. Ihr werdet schon in euer Schicksal finden. Die Macht des Gräumkönigs ist gebrochen. Die Sicherheit des Steins wiederhergestellt. Eure Wacht hat bereits begonnen. Ja. Überzeuge Palnatar. Irgendwie muss ich Palnatar überzeugen, mir den Karfunkel zu übergeben, denn ewig hier zu wachen, kann ich der Lumpf für all meine Mühe sein. Nun, was möchtet ihr mir noch sagen, bevor ich in das große Lavameer eingehe? Ich fand die Gebeine anderer Zerktypen. Es scheint mir richtig, dass ihr sie haben sollt. Die letzte Spur meiner Brüder, sie starb für ihre Aufgabe. Vielleicht werdet auch ihr eins so enden, denn der Feind ist stark. Ich werde die Gebeine bestatten, ihr wisst, den Tod zu ehren. Habt ihr noch was auf den Herzen? Ich fühle mich nicht dazu berufen, hier ewig zu machen. Meine Aufgabe muss eine andere sein, ich weiß es. Ich habe da noch eine Frage zu den ganzen Hintergründen der Geschichte. Ja, zwei Auge? Wenn seit Jahrtausenden einer der 5 alten Drachen tot ist, was bedeutet das für das Gleichgewicht der Welt? Umbakos Tod hat viel Unheil ermöglicht, zu viel. Seit Jahrtausenden schon nimmt die Welt mit jedem Jahr ein wenig mehr Schaden. Es wäre ein Segen, wenn er ins Leben zurückkehren könnte, doch das ist nur ein vergeblicher Traum. Aber sicher werdet ihr als künftiger Wächter des Karfunkels auch einmal in Visionen oder Träumen seine Stimme vernehmen, wenn sie zu euch spricht. Habt ihr noch was anderes auf dem Herzen? Umbako hat nach seinem Tod aus dem Adamanten im Herzen zu euch gesprochen? So ist es. Kein Unsterblicher ist jemals wirklich tot. So sendet mir Umbakos Geist gelegentlich Visionen. Auch ihr werdet irgendwann die Nähe seiner einstigen Macht spüren. Habt ihr noch was anderes auf dem Herzen? Nach allem, was ihr mir berichtet habt, Palnatar, kann Umbakor nicht tot sein. Mir scheint dann vielmehr, dass er nur schläft. Ich habe noch Fragen zu den Hintergründen. Was ist denn das Ziel des grausamen Adakur? Er spürt die Jahrtausende in seinem Leib. Er verlängert sein Leben bereits seit langer Zeit über das ihm zustehende Maß hinaus, indem er die Karfunkel anderer Drachen verschlingt. Aber nur der Seelenstein eines wahren alten Drachen seines Vaters wird ihm die erhoffte Unsterblichkeit schenken. Er wird alles daran setzen, um Bakos Karfunkel zu erhalten. Habt ihr noch was anderes auf dem Herzen? Ja. Warum sind die Gräume verflucht und müssen als Untote und Geister weiterleben? Sie haben Umbakos Karfunkel aus Gier bewahrt. Sie wollten ihn für sich und diese Gier führte zu Zwist, zu Mord und Untergang. Denn jeder einzelne Gräum wollte auch nicht, dass ein anderer Artgenosse den Stein besitzt. Die Stadt der Gräume war von Anfang an auf Sand gebaut. Ihre Seelen sind verdammt. Und was ist die letzte Frage? Warum wachten die Zyklopen über das adamantene Herz? Wir sind die Diener Ingarosh, die die Zwerge Angrosh nennen und die Menschen Ingerim. Ja, deswegen Ingerim plus Angrosh gibt Ingarosh. Wir folgen seinem Wort. Er ist der Gott des Feuers und des Erzes und sein sind die großen Schätze der Welt. So wie der Karfunkelstein Umbrakurs. Wenn es Ingarosh Ratschlag ist, den Stein zu behüten, will ich dies nicht hinterfragen.
Habt ihr noch mehr auf dem Herzen? Hört zu, Palnatar. Die Anhänger Ardakurs suchen schon seit langem nach dem adamantenen Herzen und sie sind mir nicht auf den Fersen. Nach allem, was ihr mir berichtet habt, nehmen wir mal das mit dem Schlafen. Worauf wollt ihr hinaus, Zwerg? Ihr könnt das Schlackern seiner Seele lesen. Sein Geist ist also noch da, lebendig. Gibt es denn keine Möglichkeit, dass wir Umbrakor wieder zum Leben erwecken, dass wir ihm einen Körper erschaffen? Ich kenne einen Zauberer, Meister Rakom heißt er, der Kafuckelsteine erforscht und mit ihnen sprechen will. Dies wäre eine äußerst machtvolle Magie, die, nein, zu leicht könnte der Kafuckel unheilbaren Schaden nehmen. Verwerft den Gedanken, solcher Unterfangen birgt ein großes Risiko. Habt ihr noch was anderes auf dem Herzen? Ja, die Anhänger folgen dir. Wie meint ihr das? Es wird nicht mehr lange dauern, bis ihre Anführerin Malgora einen Weg in diese Höhle findet. Wir müssen den Kafuckel an einen anderen Ort bringen. Der Kafuckel ist schon seit vielen Jahrtausenden hier. Das ist sein Platz. Nein, er ist nirgends sicherer als in diesen Hallen. Wir könnten das adamantene Herz ins offene Meer werfen, wo es am tiefsten ist. Oder ins ewige Eis bringen, oder? Schweigt, so wollt ihr mit Umbrakors Seele verfahren, die Essenz eines Unsterblichen, sie fortwerfen wie einen rostigen Amboss? Niemals. Habt ihr noch was anderes auf dem Herzen? Ich fühle mich nicht dazu berufen, hier ewig zu wachen. Ihr habt Zweifel, die Wacht zu übernehmen. Es dreut Gefahr von Ardakurs Schergen, entdeckt zu werden. Und ihr denkt auf schwache Aussicht, Umbrakor wieder ins Leben zu holen, auf das er alles wieder ins rechte Lot bringt. So schwach ist die Aussicht nicht. Gelehrige Zauberer vermögen vieles. Meister Rakom arbeitet daran, die Geister von Edelstein wie Kampfunkelstein zu erwecken, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bin überzeugt, ein Mann von seiner Expertise könnte auch Umbrakor wieder zum Bewusstsein bringen. Vielleicht, ihr meint. Gib mir den Stein, Palnatar, und ich werde die ewige Wacht beenden. Sie wird da nicht mehr nötig sein. Dann wird der alte Drache selbst seinen Thron zurückfordern und Ardakurs mit seinen Flammen Atem wegpusten. Nun, wartet, Klönfüßler, wartet. Gar nicht so einfältig. Ja, tatsächlich. Wenn der Geist in Kafuckel erwachen würde, vermag er es, sich vielleicht einen neuen Körper zu suchen. Ihr müsst wissen, dass Ardakurs den Kafuckel verschlingen muss, um sich dessen Kräfte zunutze zu machen. Täte er dies jedoch, nachdem dieser Seelenstachel erwacht wäre, würde der Kafuckel den Körper des gierigen Drachen übernehmen und Ardakurs töten. Mit großer Fügung, dass ihr solch Zauberer kennt. Nun ja, ich selbst, aber Rakom wäre sicher dazu in der Lage. Nach nichts anderem forschte seit Monaten, wenn nicht Kajan. Das soll es so sein. Ich werde den Schutzzauber um das adamantene Herz aufheben. Nehmt den Kafuckel und erweckt ihn. Tut dies, bevor ihn euch Ardakurs entreißt. Dann wird er früher oder später. Otamor Ungramar, weiche Schutzschild. Ja. Der Schutzschild ist vergangen. Nun geht's und lasst euch eure Bestimmung künden. Narren! Ihr dachtet, ihr könntet Malgora hinters Licht führen, als ihr mir das falsche Drachenauge gabt. Jetzt, wo es darauf ankommt, nehme ich den richtigen Stein. Zudem hat mir euer törichtes Gespräch die Augen geöffnet. Umbrakor, der Zerstörer, ist tot. Es lebe Ardakurs, der Zerstörer. Und Malgora, die ihm den Karfunkel seines Vaters brachte, wird reich belohnt werden. Schlange, ich kenne dich aus meinen Visionen. Wage nicht, mit deinem dreckigen Clown den heiligen Seelenstein zu beschmutzen. Du alter, einäugiger Narr! Glaubst du, deine Worte könnten mich jetzt noch aufhalten? Du hast versagt! Im entscheidenden Moment auf der ganzen Linie versagt! Ich gehe nun und habe einen alten Drachen zu küren. Nutzt die kurze Zeit, die euch noch bleibt, um euch zu verkriechen. Denn wenn ich zurückkehre, werde ich euch vernichten! Nein! Was habe ich getan? Bei den Feuern Ingaroschs. Umbrakurs Seelenstein in den Händen des Feindes. Meine Kräfte, sie schwinden. Sie werden mich bald verlassen haben. Alles ist verloren. Ja, jetzt hat Malgora den Stein. Kehre nach Morolosch zurück. Es bleibt uns nur übrig, nach Morolosch zurückzukehren. Rette den Kafuckel. Also erstmal überzeuge Palnatar. Es war ja doch leicht, ihn zu überreden, als ich befürchtet hatte. Nur gebracht hat es mir weh. Der Kafuckel wurde mir vor der Nase geraubt. Das darf doch einfach nicht wahr sein. Jetzt beginnt die Suche von vorn und diesmal gegen die Zeit. Malgora darf ihr Ziel nicht erreichen, was auch immer sie mit dem Kafuckel vorhat.
Rette den Karfunkel. Höchst ärgerlich. Ich leiste die Arbeit und Balcora streicht den Lohn ein. Langsam wird es persönlich. Zum Wohle Aventuriens werde ich ihr den Stein wieder abjagen. Ich bin doch nicht den ganzen Weg gegangen, um jetzt aufzugeben. Da hat sie sich den falschen Gegner ausgesucht. Das hat sie allerdings. Meine Kräfte. Sie schwinden. Sie werden mich bald verlassen haben. Alles ist verloren. Aber wenn die Stärke wird, dann die Welt hin. Bitte bleibt am Leben, sonst verrotten wir hier drin gemeinsam. Balcora und Artakor lassen draußen den Weltkreis auseinanderbrechen. Nichts ist verloren, ihr habt mich erwähnt. Ich bin der Streiter der Drachenquest. Und solange ich lebe, besteht noch Hoffnung, das Schicksal zum Guten zu wenden. Nehmen wir die zwei. Ihr habt recht. Es gibt noch Hoffnung. Ihr müsst Malgora aufhalten. Der Seelenstein darf von Artakor nicht verschlungen werden. Sonst wird Artakor ewiges Leben erhalten und feuriges Verderben über die Welt bringen. Folgt mir. Ich werde euch einen Weg aus der Karfunkelhöhle zeigen. Doch bevor ihr aufbrecht, werde ich euch bewaffnen, den Feind zu besiegen. Noch ist eure Feuerrüstung nicht ganz vollständig. Denn zu jeder Wehr gehört auch eine Waffe. Eine Waffe, mit der ihr Malgora und ihre Schergen in den Tod schicken sollt. Ich bin der Schmied vieler Waffen. Wählt selbst, weise das Instrument der Vergeltung. Könnt ihr mir das Schwert zeigen? Ja, ich will auch das Schwert. Ja. Ja, ich habe dieses Schwert geschmiedet. Sein Name ist Flammensang. Dieses Schwert ist meine Wahl. Seid ihr euch dessen sicher oder wollt ihr eure Wahl nochmal überdenken? Ist einmal eine Entscheidung für eine Waffe gefällt, ist diese unwiderruflich. Nur diese wird dann genügend Kräfte in sich tragen, um die Feinde niederzuwerfen. Wir haben nur Schwerter geskillt, also bin ich mir sicher. Dann übergebe ich euch das Schwert Flammensang. Führt es mit Entschlossenheit. Nun sind Waffe und Rüstung vereint. Ich werde ein Portal für euch öffnen. Baradesh Ungramar. Ingankia. Die Magie hat gewirkt. Der Weg nach draußen steht frei. Eilet und erfüllt euer Schicksal im Auftrag der Götter. Gut. Was gibt es noch, Streiter des Seelensteins? Warum seid ihr nicht nach draußen gegangen, um Hilfe für eure Wacht zu holen? Wir Wächter des Seelensteins waren auf immer an diesen Ort gebunden. Nur einmal verließ ich diese Höhle, um den jüngeren Völkern das Orakel und die Rüstung des Feuers zu übergeben. Ich möchte noch etwas über all das hier wissen. Jahrtausende erwacht und doch ist der Karfunkel nun in den Händen des Feindes. Was kann ich jetzt noch Hilfreiches berichten? Was genau war das mit dem Verrat zwischen Umbrakor und seinem Sohn Artakor? Umbrakor war vor vielen Jahrtausenden ein mächtiger und gütiger Drachenkaiser, Herrscher auf der Dracheninsel. Ja, kennen wir alles? Ja. Abdank Palantir, jetzt bin ich bereit. Was wisst ihr über Malgora und ihren Zirkel des Drachenkultisten? Sie sind jünger als Artakor, die sich vom dunklen Drachen blenden ließen. Malgora wird Artakor rufen, um ihm den Karfunkelstein Umbrakors zu übergeben, und Artakor wird kommen. In diesem Stein schlummert noch immer Umbrakors Seele, die die Zeit ohne Körper überdauert. Und Artakor will diesen Karfunkel zurück. Er braucht diesen Stein, um selbst ein ewiges Leben zu erlangen. Denn er ist nur der Sohn eines Unsterblichen, nicht einer der Ihren. Ja, bla bla bla. Das kennen wir alles. Hab Dank. So, damit sind wir einmal durch die Feuerfälle gereist. Ach ja, und wir haben jetzt ein sehr schönes Schwert. Flammensang nämlich. Hat zwar nur einen Attacke-Bonus im Gegensatz zu Ardos Schwert. Hat Ardos Schwert irgendwelche Besonderheiten? Nein. Aber ich habe einen besseren Körperkraftzuschlag, glaube ich. Nein, einen schlechteren leider. Aber grundsätzlich mehr Grunddamage. Weil hier habe ich nur 1W6 plus 8. Und hier habe ich
plus 12. Und jetzt sind wir wirklich vollständig golden. So.